Mourinho-Entlassung, Klopp, Kovac, Pochettino und Emery äußern sich München. Das Kapitel Manchester United nimmt für José Mourinho nach 2,5 Jahren ein jähes Ende. Seine Trainerkollegen um Jürgen Klopp zeigen ihr Mitgefühl. 6 Tage vor Heiligabend geschah das, was ich in den letzten Wochen und Monaten angedeutet hatte. Manchester United zog am Dienstagvormittag die Reißleine und trennte sich nach 2,5 Jahren von Trainer-Ikone José Mourinho. Seine Trainerkollegen um Jürgen Klopp Anzeige. Ihr geht's zu Klopps Biografie, powered by Contexta, finden nach dessen Entlassung warme Worte für das Special One. Insbesondere der Liverpool-Coach zollt Mourinho höchsten Respekt. Sport 1 fasst die Stimmen der Trainer auf den Pressekonferenzen vor den League Cup-Spielen am Mittwoch zusammen. Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool: Er ist sehr ehrgeizig und hat all meinen Respekt. Er war unglaublich erfolgreich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die letzten Monate ihm keine Freude bereitet haben. Es ist auch nicht schön, wenn man sich jeden Tag diesen Fragen stellen muss. Aber abgesehen davon, kann ihm nichts und niemand all das, was er gewonnen hat, nehmen. Ich hoffe, dass er das im Kopf behält und nicht die wenigen anderen Sachen, die in den letzten Monaten passiert sind. Er ist ein hervorragender Trainer. Am besten wäre es, ihn selbst zu fragen, denn er ist der Einzige, der sagen kann, was wirklich passiert ist. Unai Emery, Trainer FC Arsenal: Ich kann nur sagen, dass es mich überrascht hat und es keine guten Nachrichten sind. Wenn die Arbeit eines Trainers so zu Ende geht, ist es nicht gut für uns Trainer. Jeder Trainer geht seinen eigenen Weg und hat seinen eigenen Führungsstil. Sie wissen, wie sie ihre Arbeit mit dem Management und den Spielern individuell, aber auch im Kollektiv, täglich verbessern können. Die Erfahrung von José Mourinho in der Premier League und als Trainer ist sehr, sehr groß. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung gut war, aber ich weiß auch zu wenig darüber, warum die Entscheidung getroffen wurde. Mauricio Pochettino, Trainer Tottenham Hotspur: Zunächst einmal möchte ich ihm alles Gute wünschen. Es tut mir sehr leid für ihn. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu ihm. Er ist ein guter Freund. Von daher ist das, was heute passiert ist, natürlich eine traurige Neuigkeit. Es ist aber nicht meine Aufgabe zu beurteilen, was in einem anderen Club passiert. Zu den Gerüchten, dass er Nachfolger von Mourinho in Manchester werden könnte: In den 5 Jahren hier in Tottenham hat es schon einige Gerüchte um mich gegeben. Ich beantworte die Frage deshalb nicht. Es gibt im Fußball eben viele Gerüchte. Das respektiere und akzeptiere ich, denn das gehört zum Job dazu. Niko Kovac, Trainer FC Bayern: Ich sage nur so viel, jede Trainerentlassung tut mir persönlich leid und weh, weil ich dort mitfühle. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass gar kein Trainer entlassen wird.